Hallihallo und Mahlzeit! Da sind wir wieder in Journey to the Savage Planet. So, und heute schauen wir mal, wo es weitergeht. Guck mal hier im Journal, erkunde den Turm, alles klar, Spaß mit Ätzmitteln. Das wird ein bisschen dauern, bis wir das gefunden haben, aber das hier können wir machen. Und zwar müssen wir hier weiter, wir benutzen den Teleporter und gehen wieder hier zu planetarisches Treibgut. Okay. Und zwar gab es da drüben nämlich noch einen Weg, wo wir den Supersprung brauchen. Da sind wir letztes Mal nicht weitergekommen. Hier Statusprüfung. Was haben wir da für eine Mission? Okay, also jetzt auf einmal müssen wir uns wieder beim Javelin melden. Aber jetzt holen wir schnell das da drüben. Jetzt haben wir das schon gesehen. So. Na, Mopsi. Zack. Zack. Sehr schön. Genau, und da brauchen wir nämlich den Supersprung, um da hochzukommen. Den könnt ihr ausführen, indem ihr X und Viereck gedrückt haltet. Und wenn ihr nicht hochkommt, ich habe es schon öfters mal ausprobiert, wenn ihr nicht hochkommt, dann kommt ihr halt auch wirklich nicht hoch. Also er springt dann auch von selbst hoch, wenn es passt. Und da können wir auch noch rüber schwingen. Schauen wir mal, ob wir da drüben schon waren. Nein, nice, da haben wir wieder ein Level gemacht. Super gut. Also hier könnt ihr euch noch zwei Orangen mit dem Supersprung gönnen. Sehr, sehr gut. Und dann müssen da, aber da sind wir letztes Mal schon weitergegangen. Da würde ich nicht so gern weitergehen. Und zwar ist da hinten noch einen anderen Weg. Gehen wir nämlich hier hoch und die Richtung. Oh, 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 nicht runterfallen, Digga. Da drüben an links, was ihr da seht, diese Schiene. Wen haben wir hier? Skipper. Hier mal schnell alles scannen, wenn wir schon dabei sind. Super gut. Und tschüss, Mr. Skipper. So, und dann geht es nämlich hier lang. Da ist nämlich die Kamera, das könnt ihr bei Gelegenheit mal machen. Da müsst ihr durch das Gras schleichen. Ich hab da nicht so viel Bock drauf, ich hasse die Kameras. Aber wenn ihr das machen wollt, da kriegt ihr, glaube ich, auch eine Legierung, soweit ich weiß. Da unten, glaube ich. Ja, dann kriegt ihr auch noch eine Alien-Legierung. Da müsst ihr immer hier durch das Gras kriechen. Wenn ihr euch duckt im Gras, dann sieht euch die Kamera nicht. So. Der gasförmige Unterbauch haben wir entdeckt. Und hier ist nämlich der reguläre Weg. Da, letztes Mal habe ich euch ja den Geheimweg gezeigt. Da unten gibt es untote Mopsvögel. Das sind die einzigen Mopsvögel, die aggressiv sind. Also auch wenn ihr nichts macht. Und um die zu besiegen, müsst ihr hinten auf den grünen Dinger schießen. Müsst aber aufpassen, die machen eine Giftwolke, wenn sie sterben. Oh, da unten ist Aluminium, das würde ich gern mitnehmen. So. Sehr schön. Komm mal hier hoch. Na komm, Digga, halt dich fest. Nein, also ihr müsst wieder zum Anfang.
Und das da, dieses Teil, was ihr da seht, oh, da ist sogar noch ein Dings. Das ist der Respawn-Punkt von den untoten Mirpsvögeln. Das ist wie so eine Art Altar. So. Müssen wir hier lang? Ah, wir hätten uns von da unten auch hochziehen können. Mit dem Seil. Aber ihr könnt die einfach da unten stehen lassen. Die können nicht springen oder so. Nur diese Viecher da sind nervig. Na, wo haben wir noch einen? Ja, da unten gibt es sicherlich auch noch ein paar Sachen. Heck. Hier noch ein bisschen Silizium. Zack, den haben wir gescannt. Schwimmfuß, und zwar spawnen die immer da. So. Ich glaube, wir müssen hier hoch, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind nur Nachtmopsvögel, die machen euch nichts. Ja, hier geht's weiter. Hier können wir noch unsere Bomben auffüllen. Sehr gut. Hier hoch. Da ist noch ein Orange versteckt im Wasserfall drin. Können wir hier auch mal Leben auffüllen. Geht's hier rauf weiter. Und da müsst ihr wieder so einen Ninja-Stern benutzen. Zack. Und dann könnt ihr euch da hoch sein und darüber springen. Vielleicht nochmal. Na, darüber. Jetzt. Und neue Mission, verlorener Kartograf. Den habe ich übrigens selbst bisher noch nicht gefunden. Da drüben gibt es noch eine Höhle, da schauen wir mal rein. Da gibt es nämlich was. Und zwar ist es ein osmotischer Würfel. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Wo der so grün aussieht. Ich weiß auch nicht, vielleicht kann man auch hiermit was machen. Nö. Oder vielleicht mal eine Pestbombe draufschmeißen. Ah nein, das war das Falsche. Pestbombe, wo sind die Pestbomben, Digga? Ah, die haben wir ja noch gar nicht, lull. Oder können wir den vielleicht sprengen? Wir schauen mal. Nö, passiert nichts. Keine Ahnung, wofür der ist. Vielleicht brauchen wir den ja irgendwann später mal. Jedenfalls haben wir wieder einen neuen Gegnertyp gescannt. Auch gut. Dann geht's hier hoch weiter. Ich glaube, da hoch und dann da hoch. Dann müssten wir es geschafft haben. Wir haben auch nur noch zwei Dinger. So. So. Und dann hier rüber. Und da hat es wieder was zum Auffüllen. Dann machen wir mal hier hin. Und dahin. Ja, das müsste reichen. Dann kommen wir hoch. No. Zieh dich hoch. Oh, Digga. Das war knapp. Und dann haben wir hier den neuen Bereich entdeckt. Die Pilze von Sneed.
Sehr gut, hier in dem Bereich werden wir jetzt eine Weile unterwegs sein. Aber erstmal gehen wir zurück zum Javelin. Da haben wir nämlich eine Mission bekommen. Waffe, können wir hier nur geladene Waffe noch machen? Computer benutzen. Ah, okay. Dann müssen wir einen Test abschließen. Okay. Bitte schließe diese kurze Befragung zu deiner bisherigen Erfahrung ab. Okay. Lass uns anfangen. Start. Abenteuer, die allein erlebt wurden. 100%. So einsam. Gesamtzeit der Mission 3 Stunden. Anzahl der hergestellten Upgrades 14. Insgesamt gestorben 3-mal. Bitte bewerte, wie viel Spaß du bisher hattest. Sehr viel Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Sehr schön. Alles klar, abgeschickt. Erlange Zugang zum zentralen Turm und ermittle seinen Zweck und Wert. Alles klar. Gut. Dann haben wir Startungsprüfung schon abgeschlossen. Sehr gut. Dann schauen wir noch weiter hier bei den Pilzen von Sneed. Können wir noch was scannen? Da gibt es nämlich jetzt wieder diese roten. Der viertbeste Detektiv haben wir erhalten. Und da haben wir Jellyweb. So. Na, wer schießt da noch? Und zwar hier ist wieder hohes Gras. Ihr wisst, was das bedeutet. In diesem Fall aber nicht. Hier ist keine Orange. Sondern hier ist was anderes. Das sehen wir nächstes Mal. Schauen wir uns nächstes Mal an, was das ist. Hier hinten ist auch nichts. Nope. Und hier hinten auch nichts. Also hier braucht ihr gar nichts zu suchen. Hier gibt's nichts. Ich glaube, hier oben gibt's noch was, wenn ich mich richtig erinnere. Einen Schwarmstock gefunden und noch ein Schwarmstock-Schild. Und hier könnt ihr wieder endlos viel scannen. Immer wenn ihr in einen neuen Bereich kommt, könnt ihr erstmal alles scannen. Da gibt es noch Mupsvögel mit Hut. Lol, wir haben nicht mal die Lebensdinger gescannt. Sehr gut. Und zwar gibt es hier nämlich Gegner, die ziemlich schwierig zu scannen sind. Da ist er schon. Der da. Das sind so kleine Feuerfliegen. Die sind ziemlich schwierig zu scannen. Da müsst ihr am besten ein bisschen weglaufen, dass er die Aggro verliert, falls es funktioniert. Wir probieren es mal. Ja, jetzt hat er uns verloren. Und dann könnt ihr nämlich von hier aus scannen. Müsst ihr mit R2 ganz nah ranzoomen. Dann warten, bis er stehen bleibt. Na, come on.
Jetzt schnell. Ja, der ist schnell unterwegs, der Kollege. Jetzt. Nice. Insektenschwarm. Und die braucht ihr gar nicht zu killen. Ihr könnt einfach diese Bienenstöcke zerstören und dann sind die auch down. Tschüss. Da muss noch irgendwo einer sein. Hier sind einige. Wenn ihr die alle zerstört, dann kommen auch keine Gegner mehr. Da ist noch einer. Ich glaube, da ist noch ein. Yes. Gut. Und dann fallen die nämlich einfach tot um. Machen wir mal hier Energie voll. So, und wenn ihr nämlich jetzt hier rechts geht, da gibt es nämlich einen Geheimgang. Da braucht ihr die Stampfattacke, das sehen wir später noch, wo man die bekommt und wie man die einsetzt hier. Und hier rüber könnt ihr auch noch laufen. Da gibt es, glaube ich, noch was. Hier gibt es auch nichts, lol. Also in diesem Gebiet sehr wenig zu finden. Gut, dann schauen wir uns das nächstes Mal wieder an. Tun wir die Pilze von Sneed hier weiter erkunden und machen die Mission der viertbeste Detektiv. Eine der bescheuerten Missionen, die ich vorher gemacht habe, wo ich auch eine Weile dran gehangen habe. Aber ich weiß mittlerweile, wie sie geht und kann sie euch ganz einfach zeigen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.